Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, lieber Herr Professor Faltin, Sie haben jetzt ja 3 Jahre lang gerungen, bis ich gesagt habe, den Samstag, da kann ich. Dann kam die Bundestagswahl dazwischen, aber den Samstag habe ich mir trotzdem wirklich reserviert. Da bin ich termintreu. Ja, Sie werden sich vielleicht fragen, wie jemand, der 15 Jahre lang an der Spitze deutscher Konzerne mitgestanden ist, wie der sich zu so einem Thema artikuliert. Ich glaube, ich war über lange Jahre das Enfant terrible in der deutschen Wirtschaft. Ich habe auch immer an der Peripherie von Organisationen Innovationen organisiert. Und diese Frage, können diese wunderschönen, alten, zum Teil verrosteten deutschen Marken überhaupt überleben, die hat mich immer sehr beschäftigt. Und die Frage könnte auch heißen, wollen Elefanten überhaupt noch mal das Tanzen lernen? Oder sollen sie es überhaupt noch lernen? Oder dürften sie nicht die Würde eines langsamen Todes auch genießen? Wir sprechen ja in der Betriebswirtschaftslehre immer nur über Geburt und Wachstum und Expansion. Das Thema Tod und Sterben, das der Schumpeter ja schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts thematisiert hat, das ist bei uns ja nicht so en vogue. Aber eigentlich, und das wäre ja dann die Thematik, der volkswirtschaftliche Kreislauf, junge Gründerinnen und Gründer kommen, anders skalieren, die Elefanten reifen, maturieren, tun sich vielleicht noch ein Facelifting geben, ein paar sterben, ein paar leben noch ein bisschen länger, aber sozusagen dieser volkswirtschaftliche Kreislauf wäre ja das Idealste. Leider funktioniert er in Deutschland nicht. Deswegen werden wohl einige sterben, aber die Jungen wachsen noch nicht schnell genug nach. Ja, ich möchte in ein paar Worten meine eigenen Erfahrungserwelten mit tanzenden Elefanten mit Ihnen teilen, eine These kurz ansprechen, ob Deutschland dem Maschinenmodell verfallen ist. Über das Thema innovatives Arbeiten ist freies Arbeiten. Das ist meine tiefste Überzeugung. Anders hätte ich gar nicht überlebt in 40 Jahren Konzernen, wenn ich mir nicht die Freiräume genommen hätte, um auch noch neben 95% Effizienzarbeit vielleicht noch die 5% Innovationsarbeit zu machen und ein paar Worte zum Thema etablierte Organisationen bewegen. Ja, das sind so meine Erfahrungswelten. Der Tyrann und Despot Jürgen E. Schremp, der damals bei der Daimler-Benz Aerospace mein Vorgesetzter war, nachher Daimler-Chef war, mit Mitsubishi, mit Fokker, mit Chrysler, viele, viele Milliarden in den Sand gesetzt hat, aber nicht nur viel Geld in den Sand gesetzt hat, sondern mit seiner despotischen Führungskultur ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass Daimler nur noch auf Wachstum und Marge gesetzt hat und nicht mehr auf Innovation. Dann Jürgen Weber bei der Lufthansa, ein ganz visionär bodenständiger Mensch, der Mitte der 90er Jahre die Star Alliance gegründet hat, als die Welt voll war mit Mergers und Akquisitionen, wo wir alle wissen, 2/3 gehen den Bach runter. Nein, er hat im Grunde auf eine strategische Kooperation gesetzt, eigentlich eine Organisationsinnovation. Und er war selber, ich erinnere mich noch gut, ich war mal in seinem Büro und sagte, Herr Weber, Ihr Teppich ist ja ganz zerschlissen. Da hingen so Schlieren an den Seiten raus. Das war, glaube ich, 1996. Dann sagte er, lieber Thomas Sattelberger, ich kriege erst dann einen neuen Teppich, wenn die Lufthansa wieder ordentlich Geld verdient. So, also das war jemand, den ich sehr bewundert habe. Dann Manfred Wennemer bei der Conti, ein Effizienzfetischist, der im Grunde nur angetreten war, Kosten und Redundanzen zu killen und eigentlich ähnlich wie Ackermann, damals dann die Deutsche Bank oder Winterkorn Volkswagen im Grunde nur die Margen getrieben hat. Eine sehr kalte und eine sehr starre Kultur. Sie wurde ja dann von Schaeffler übernommen und hat erst in den letzten Jahren eigentlich wieder begonnen, sich gut zu regenerieren. Und last not least, René Obermann, ein Innovator, und zwar nicht nur sozial, nicht nur technologisch, technisch, sondern auch in der sozialen Innovation. Er hat mich sofort unterstützt, als ich sagte, wir wollen die freiwillige Frauenquote bei der Telekom einführen. Nicht nur das, also wirklich das Öffnen der Organisation an den Rändern, der Dialog mit NGOs etc. Das war eine Ära, wo ich sagen kann, insofern, meine Welt ist zweigeteilt. Die Sottenen und Sottenen, wie der Schwabe sagt, die Guten und die Schlechten.
in diesem Thema. Aber ich habe eine tiefe Erkenntnis gewonnen, glaube ich, in all diesen Jahren, meine tiefe Überzeugung, dass eigentlich auch etablierte Unternehmen nur dann etwas länger leben, wenn sie an den 4 T's arbeiten, die Richard Florida ja schon vor über zehn Jahren beschrieben hat. Das ganze Thema, dass Unternehmen Talentbiotope sein müssen. Talent zieht dann auch Talent an. Zweitens, dass sie technologisch weit vorne sein müssen, entweder selber im Geschäftsmodell, zumindest aber in ihren Arbeitswelten. Und im Unterschied zu diesem High-Tech-Thema natürlich auch das High-Touch-Thema, das Thema Toleranz oder moderner gesagt die Wertschätzung von Vielfalt und das Thema Einbindung und Mitgliedschaft. Das letzte Thema hat mich sehr beschäftigt. Ich habe ja 2015 ein Buch mit herausgegeben, Managementbuch des Jahres 2015, das demokratische Unternehmen, das natürlich so in dem Sinne auch eine soziale Utopie ist, aber wo man zumindest sieht, dass nicht wenige Unternehmen, gerade auch die Jungen und der frische Mittelstand, dass da sehr, sehr viele damit zu experimentieren beginnen. Wie kriegt man tatsächlich sozusagen von Beginn an das Thema soziale Innovation voll integriert in das Thema technologische Innovation, sodass eine fast hybride DNA bei Gründungen entsteht. Ja, Deutschland dem Maschinenmodell verfallen. Ich habe vor kurzem, ja, schon ein Jahr her, bei den Informatikern der Universität Paderborn bei der Graduierungsfeier einen Vortrag gehalten. Warum hat Deutschland so viele Automobilunternehmen und nur eine SAP? Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage, denn Nationen, die Monokulturen haben, tun sich außerordentlich schwer, sozusagen wetterfest und zukunftsfähig sich zu entwickeln. Und die Mitglieder in ihnen, die Unternehmen ebenso. Und der Dieter Zetsche von Daimler-Benz hat ja mal es andersherum formuliert: Wenn man die Automobilindustrie abzieht, bleibt nicht viel übrig von Deutschland. Das war damals vor Dieselgate gesagt großmäulig. Heute nach Dieselgate ist es furchteinflößend, wenn man sich das vor Augen hält. Und natürlich sind auch unsere kleinen und mittleren, unsere berühmten Mittelständler äußerst heterogen bei dem Thema Innovation. Man sagt ja immer, der berühmte deutsche Mittelstand, die Hidden Champions. Meine lieben Freunde, das sind gerade mal 1600 Hidden Champions in Deutschland. Weltweit gibt es knapp über 3000, davon sind 1600 in Deutschland. Aber wir haben hunderttausende mittelständische Unternehmen. Und natürlich haben Sie hier links unten KMUs ohne jedwede Innovationstätigkeiten, hunderttausende tumbe, abarbeitende Mittelständler, häufig ein Produktunternehmen und häufig auch nur in einer Branche. Und wer sich damit tiefer beschäftigen möchte, über den Mythos des deutschen Mittelstands, alle Ehre den Hidden Champions, aber für den Rest ist das häufig ein Mythos, der möge googeln, was das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung zu diesem Thema über die machen im Grunde eine Bestandsaufnahme der Innovationsaktivitäten seit 2002 und haben empirisch herausgefunden, dass die Zahl der Innovatoren unter den Mittelständlern sich in diesen 15 Jahren halbiert hat. Also insofern ist natürlich schon eine ganz interessante Frage, können etablierte Unternehmen Transformation? Und Clayton Christensen hat das ja sauber rausgearbeitet, dass gerade die erfolgsverwöhnten Organisationen sich außerordentlich schwer tun, sich selber zu kannibalisieren. Weil sie müssten ja Margen aus ihrem tradierten, erfolgreichen Geschäft rausnehmen und in unbekanntes Terrain mit unbekannten Margen investieren. So, und das ist natürlich fast die psychologische Hürde in der Führung, die dazu führt, dass mal jenseits der Menschenführung im Bereich der Unternehmensführung viele erfolgreiche eigentlich sich nicht auf eine neue Zukunft vorbereiten. Und man sieht das ja im Grunde an dem Niedergang der Automobilbranche, allen voran VW, aber natürlich auch die einst blühende Energiebranche Deutschlands, die ja heute nur noch ein Schatten ihrer selber ist, RWE, E.ON, ENBW und die deutsche Bankenbranche, die noch vor 20 Jahren
zu den Blüten international gezählt hat, ein Schatten ihrer selber. Und ich würde die These aufstellen, das ist nun mal halt kein Technologiethema, sondern das ist ein Thema von Führung und Arbeitskultur, von Führung auf der einen Seite, dass man so dieses Innovators-Dilemma nicht bewältigt, dass sozusagen eine E.ON, eine RWE, eine Deutsche Bank frühzeitig die einen in Fintechnologies und die anderen in dezentrales Management regenerativer Energien investiert hat, sondern erst sozusagen gezwungenermaßen, als die Milliardenstrafen auf die Deutsche Bank kamen oder als die Kanzlerin despotisch die Energiewende verkündet hat, sozusagen begonnen haben, über eine ihnen dann aufgezwungene Zukunft nachzudenken. Und natürlich geht das weiter und jetzt kann man trefflich diskutieren, ob Axel Springer die Transformation geschafft hat, wie das eigentlich ausgeht mit ThyssenKrupp, die sich vom klassischen Stahlgeschäft lösen, sozusagen und tatsächlich in das Thema Smart Products gehen und wie es bei ProSieben Sat.1 aussieht. Und ich habe jetzt im Grunde hier nur 7, 8, 9 deutsche große Konzerne genannt. Wenn Sie sich mal die Liste der DAX 30 nehmen, würde ich sagen, 12 davon sind in existenziellen Schwierigkeiten. So, natürlich wehrt sich auch die Deutschland AG gegen neue Geschäftsmodelle. Ich meine, man kann das wirklich musterhaft sehen, wie die IG Metall bei Grohmann, ist ein Mittelständler, den Tesla gekauft hat, wie die IG Metall dem Elon Musk Mores lehrt und ihm deutlich nahebringt, was deutsche Mitbestimmung ist und Kontrollrechte der Gewerkschaften und der Betriebsräte. Oder wie das ganze Thema Airbnb in den Kommunen gemacht wird. Ich meine, ich sage mal so, auf der einen Seite kann man sich natürlich zu Recht über Rüde und an der Grenze der oder über die Illegalität reingehende Maßnahmen von Uber und Airbnb natürlich aufregen. Auf der anderen Seite schafft natürlich die öffentliche Verwaltung bewusste Dunkel- und Grauzonen sozusagen, damit diese digitalen Unternehmen nicht mehr wissen, wie sie operieren sollen. Oder das Thema Amazon. Ich meine, natürlich sind die Servicefabriken von Amazon nicht das Tollste auf der Welt, aber in der Realwirtschaft haben sie auch den Arbeiter am Fließband bei der Automobilzulieferindustrie. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die neue digitale Welt sich in ihrer Abbildung so anders phänotypisch sein sollte als die alte Industriewelt. Ja, was sind die wichtigsten Innovationsverhinderer? Es ist im Kern, und es ist eine wunderschöne Studie von Tobiahead, es sind die uralten Themen Machtverlust, Angst und Irrglaube. Der Machtverlust, egal ob das im Bereich des Managements ist oder im Bereich der Gewerkschaft, Verlust von Territorium, Verlust, dass man ein Thema nicht belegt, Verlust von Popularität, von Reputation, von Positionsmacht. Es ist auf der anderen Seite der Irrglaube, die Unsterblichkeit des klassischen Autos oder dass der Deutsche die Verdinglichung immer mehr liebt als die Virtualisierung. Also man muss immer alles erst anfassen und man kann es nicht online bestellen, sondern der Deutsche muss hinfühlen und tasten. Das ist ja ein Irrglaube, dem viele im deutschen Handel lange Zeit aufgesessen sind, bis hin zum Thema persönlicher Kundenkontakt ist unersetzlich. Und insofern glaube ich, und dann natürlich das ganze Thema der Angst, die Angst des Topmanagers, so viele Topmanagerinnen gibt es ja gar nicht, die Angst vor dem Scheitern, was ja auch für übrigens nicht nur für den Gründer, sondern auch für einen abhängig beschäftigten Topmanager in dieser Republik im Regelfall heißt, keine Wiederauferstehung. Sondern da bist du dann auch draußen. Das Thema der Angst vor der Karrierezerstörung, die Diskreditierung, der öffentliche Ruf etc., der damit zusammenhängt. Also all das sind so, ich sage mal, Geld, Macht und Sex sind Treiber von exzessivem Management und Machtverlust, Angst und Irrglaube sind die Treiber von der Verweigerung von Innovation. Also insofern haben wir, glaube ich, schon eine Herausforderung, dieses Maschinenmodell, das Deutschland dominiert, dass diese Monokultur von Industrie, von Auto, von Automobilzulieferung, vielleicht noch ein bisschen Elektrik und Chemie,
das dazu führt, Monokulturen müssen on the long tail auslutschen. Sie müssen sagen, wir müssen 10 Millionen mehr Autos bauen, mehr als Toyota. Sie müssen sagen, wir brauchen 25% Marge, weil sie nicht mehr über Innovation Wachstumspotenzial erschließen, sondern nur über das Auslutschen von Effizienzen. Sie verdrängen damit aber auch die Diversität neuer Technologien. Ich habe mich mit mehreren Professoren von technischen Universitäten unterhalten, wie die Drittmittelforschung im Wesentlichen dominiert ist. Und das ist eine Dominanz des Automobilbaus. Und in neue Zukunftstechnologien geht ein Bruchteil der Gelder, die sei es der staatlichen Förderung wie der Drittmittelzufuhr durch die Wirtschaft als in Zukunftstechnologien. Führt übrigens auch dazu, dass die Talentpools in diesen Elefanten sich häufig auf im Silo ausgebildete Ingenieure und Ökonomen beschränkt. Ich habe dieses Thema der Diktatur der Ökonomen und der Ingenieure immer wieder attackiert in meiner aktiven Zeit. Ich habe mal gesagt, wir besetzen 10% unserer offenen Stellen in der Hauptverwaltung in Bonn. Die besetzen wir mit Philosophen, mit Soziologen etc. Und meine Rekrutierungsbereiche haben mich mit offenen Augen angestarrt und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Aber es ging dann doch, weil natürlich Unternehmen auch aus bezogen auf der Rekrutierungspolitik aus dem Maschinenmodell raus müssen, weil natürlich die Sozial- und Geisteswissenschaften in der Integration und Verzahnung mit den Technik- und Wirtschaftswissenschaften neue Blickwinkel reinbringen in die Sicht der Dinge. Und insofern brauchen wir auch eine Varietät, was das Thema Talent betrifft. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen zum Thema innovatives Arbeiten und freies Arbeiten. Denn natürlich dieses Maschinenmodell Deutschland dominiert auch nicht nur die Monokultur, sondern Old Work. Und das Thema New Work, wir müssen ja höllisch aufpassen, dass das nicht der nächste Management-Fad wird, wo sich nur ein paar Gründerinnen und Gründer in Berlin und Hamburg amüsieren und der Rest nicht mehr, weil sie sich gar nicht erst in die großen alten Elefanten reinfäst. Normierung, more of the same, statt Varietät, Diversität und soziale Innovation. Meine Damen und Herren, das Thema Diversity ist eben nicht im Kern Mann, Frau, Jung, Alt, sondern der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Das ist zuerst mal das Thema Diversität. Und dass das durch die anderen Diversity-Dimensionen noch weiter gefördert und enabled wird, selbstverständlich. Aber im Grunde, ich glaube natürlich, ich bin ja auch an vorderster Front gestanden beim Thema Bologna-Reform, um die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Aber wir haben im Grunde heute auch unser Hochschulsystem maschinenartig industrialisiert. Und diese Frage, und deswegen ist für mich die Frage der Transformation Deutschlands nicht nur ein Thema der etablierten Elefanten in der Wirtschaft, sondern auch ein Thema der etablierten Elefanten an den Hochschulen. Ein paar Worte zum Thema Führung und Arbeitskultur. Das ist kein Selfie, sondern die Frau Professor. Der geht immer. Ja, meine Damen und Herren, die Frau Professor Bischof an der Universität in Hamburg untersucht seit fast 30 Jahren Führung in Deutschland. 1998 haben noch 86% der befragten Führungskräfte, also Selbsteinschätzung, gesagt, sie würden kooperativ führen. 2003 71% der Männer und 67% der Frauen. Heute 39% der Männer und 35% der Frauen. Also wir sprechen im Grunde in diesem Lande nicht nur über eine Innovationserosion, sondern auch über eine Führungserosion. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, es gibt keinen Beleg dafür, der Kausalität, aber zumindest der Korrelation zwischen dem Thema Innovationsarmut und zwischen dem Thema Führungsarmut. Wenn Sie in die Arbeitgeberplattform Kununu reingehen, dann sind die maschinengetriebenen Organisationen, die im die Schlusslichter sind aus Sicht der Mitarbeiterbewertung. Es gab eine große internationale Studie gerade,
wo über 50.000 Führungskräfte weltweit gegenseitig befragt wurden. Die deutschen Führungskräfte wurden erlebt als gut in Fachkompetenz und Kostenkontrolle und schlecht in Führungskompetenz und in Inspiration. So, jetzt möchte ich aber durchaus natürlich auch ein Stück ein Schatten werfen auf das, was auf der anderen Seite oft vergöttert wird. Und natürlich sehen wir, dass das natürlich auch in den Valleys dieser Welt die Despoten auch um sich greifen. Wenn man die Evan Spiegel und Snapchat die Story sieht und sieht, was in der Presse darüber gesprochen wird, über die Hire and Fire Mentalität, wie man Macht und Einfluss gewinnt in der Organisation, wie die Kommunikation in diesem Unternehmen ausgebildet ist und was er über sich selber sagt, er möchte nicht nur ein Great CEO sein, but a Great Evan, und auf der anderen Seite liest, dass er im betrunkenen Zustand sich amüsiert, wie er auf Frauen uriniert, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Und natürlich das Thema Uber, das auf vielen Konferenzen noch vor 2-3 Jahren gefeiert worden ist. Man sieht im Grunde, wie ein Unternehmen, auch ein Avantgarde-Unternehmen, wenn es sich nicht dem Thema der sozialen Innovation auch widmet, den Bach runtergehen kann. Und insofern ist das, glaube ich, eine Schlüsselfrage, auch für Gründerinnen und Gründer. Gerade in der jungen Phase, wenn die Säuglingssterblichkeit auch noch hoch ist und man oft die soziale Seite des Geschäftes vergisst, wirklich immer darauf zu achten, dass die Innovations- und DNA soziale und technologische Aspekte hat. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Herren der alten Wirtschaft, die Schrempfs dieser Welt, dass die im Grunde abgelöst werden durch die Kalaniks und Spiegels dieser Welt. Denn damit wird das überhaupt kein Stück besser. Meine Damen und Herren, ein Schlüsselthema, und ich bin da drauf gekommen, als ich hörte, dass Schweizer Schulklassen beim Durchbruch des Gotthardtunnels Lieder gesungen haben. Da war ich doch verdammt irritiert. Ich kenne ein paar Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, ich habe da angerufen, dann sagen die, ja, wir waren alle begeistert. Ja, wieso? Weil ihr den längsten Tunnel der Welt gebaut habt? Nein, weil wir jetzt diese naturschöne Schweiz uns weiter erhalten haben und es weitergeht mit Cargo Souterrain, ein unterirdisches Amazon E-getrieben, wo schon 100 Millionen Frankli an Steuergeldern reingeflossen, um sozusagen diese Vision, dass die Schweiz ein Land der Natur und der naturfreundlich und Menschenfreundlichkeit ist. Und das ist natürlich was ganz anderes als die Vision des Flughafens Berlin-Brandenburg, der hochgradig ökonomisch und ingenieurgetrieben ist, nie die Menschen erfasst hat, die Beteiligungsprozesse miserabel gewesen sind. Die Planungen für den Gotthardtunnel und für Berlin-Brandenburg sind übrigens im gleichen Jahr erfolgt, Anfang der 80er Jahre. So, das ist die eine Sache. Die Frage, wie löst man sich im Maschinenmodell von der Vision der Maschine, der Effizienz des Drucks, aber auch, und da wird es schon hybride in die andere Seite, wie löst man sich von der Vision, die Nummer eins zu werden, der Größte, der Mächtigste, des Besiegens von Gegnern, der Größe und von Macht? Und wie kommt man tatsächlich auch als junges Start-up, egal ob sozial innovativ oder Produkt- oder Geschäftsmodell innovativ, wie auch immer, dass man tatsächlich integriert hat diese Vision von Kundenzentrizität, von gesellschaftlichem Beitrag und von sozialer Innovation. Lassen Sie mich zum Schluss ein paar Worte sagen zum Thema etablierte Organisationen bewegen. Das erste ist das Thema Diversity. Und Sie sehen, dass hier nicht Frauenquote vorne steht, sondern Öffnung des Unternehmens für Andersartigkeit, für Musterbrecher, für Disruptoren, für Transformatoren, Graswurzelbewegungen, Experimentäre und Kreative. Für Start-ups, die nicht nur an der Peripherie agieren,
sondern auch die Chance haben, sich kulturell reinzufräsen in die Organisation. Also ich glaube, ich diskutiere ja oft mit jungen Gründerinnen und Gründern und die sagen, wie ist denn das mit den Konzernen etc. Und dann gibt es dann häufig da innen drin so ein paar Insulaner, die sozialreformerisch und innovativ tätig sind, aber wenn die abgesetzt sind, bricht auch die Zusammenarbeit mit den Start-ups ab. Ich glaube, eine Schlüsselthematik ist wirklich zu gucken, sind das Konzerne wie Bosch, die tatsächlich eine kreative Ökologie um sich herum pflegen und dieser kreativen Ökologie auch Möglichkeiten geben, in das Unternehmen reinzukommen, oder sind das im Grunde reine Investmentarme, die man sozusagen am langen Arm geschäftlich, aber am kurzen Arm finanziell führt. Das ist eigentlich die erste Thematik und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die Personal- und Kulturarbeit in einem Unternehmen. Das zweite Thema sind systemische Ansätze. Und ich glaube, Sie kennen alle oder die meisten den Film Club der Toten Dichter. Das Internat, ich sage immer das für PISA, für Rechnen, Schreiben, Lesen, passable OECD-Durchschnittswerte und auf der anderen Seite der Club der Toten Dichter für das Begreifen und Erkennen der großen, weiten Welt. Und natürlich diese ganze Frage, schaffen es etablierte Elefanten, fast transformatorisch dritte Orte zu schaffen hin zu anderen Ökologien, egal ob das Coworking Spaces sind, Labs, Clubs der Toten Dichter, egal, also dritte Orte, ist eine Schlüsselthematik. Und ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, sowas in den Konzernen zu treiben, aber auch wenn man die Zusammenarbeit sucht, wirklich genau hinzugucken, gibt es das. Und last not least, und das ist das Allerschwierigste, das sind die machtbezogenen Ansätze. Wenn Sie sich das Thema Dieselgate angucken, dann hat sich an den Machtstrukturen von Volkswagen nichts geändert. Die alten Täter, die Täter von gestern, haben symbolisch ein, zwei entfernt, aber sind die Täter von heute und wahrscheinlich auch von morgen. Und hier ist eine Schlüsselfrage, und das geht an die Substanz der Machtfrage in etablierten Elefanten. Seid ihr bereit, tatsächlich Querdenker, Andersartige, nicht nur in den Mittelbau des Unternehmens zu holen, sondern tatsächlich auch an die Spitze? Die strukturellen Ansätze, ich glaube, ich habe darüber gesprochen, über das Thema Club der Toten Dichter. Das heißt, dass man eigentlich ähnlich wie beim nicht nur mehr, schneller, höher, weiter, wie das VW gemacht hat, sondern dass tatsächlich das Thema anders, der i3 von BMW ist ja gegen den Widerstand der Benzinfraktion im Vorstand, in der Gewerkschaft und in der Ingenieurschaft in einem abgegrenzten Territorium mit eigenen Werksausweisen, mit eigenen hierarchiearmen Strukturen und hohen Souveränitäten für die Menschen, die darin gearbeitet haben, entstanden. Meine Damen und Herren, ich möchte mit einer Vision schließen, die mich sehr lang schon beschäftigt. Ich habe vor 30 Jahren Shenzhen besucht und gesehen, wie China den Übergang vom Sozialismus zur Marktwirtschaft erprobt hat. So, und da gibt es im Grunde richtig brutale Ausbeutungszentren. Und auf der anderen Seite gibt es die Hightech-Industrie Chinas. Aber sie ist an einem dritten Ort entstanden. Vor 20 Jahren war ich in Sophia Antipolis zwischen Nizza und Cannes. Heute eine Hightech-Region mit über 40.000 Wissens- und Kreativarbeiterinnen und Arbeitern, über 1.000 kleinen und mittleren Unternehmen, 60 hochrenommierten Bildungsstätten, wo Menschen aus der gesamten Welt kommen und über Innovation lernen, und befruchtet ein Großteil Frankreichs mit innovativen Themen, nicht nur Smart Products, sondern auch mit smarten Geschäftsmodellen. Und natürlich hat Deutschland wahrscheinlich mehrere Dutzend alte industrielle Cluster, wie zum Beispiel hier in Göttingen, die Prüf- und Messtechnik
oder im Schwarzwald die Feinmechanik, oder in Oldenburg die Optik, oder in Tuttlingen die Medizintechnik. Und all diese gewachsenen industriellen Cluster, nicht die Daimlers, nicht die E.ONs, stehen vor der Herausforderung, aus guten Produkten Smart Products zu entwickeln, Smart Services in der Dienstleistung, Smart Talent zu attrahieren und den Kontakt mit Gründerökologien fürs Neue zu schaffen. Und natürlich ist eine zentrale Frage für die Wetterfestigkeit und Zukunftsfähigkeit Deutschlands die Frage, warum sollte ein Gründer in Göttingen gründen? Warum sollten Wagniskapitalgeber in Göttingen in die Prüf- und Messtechnik investieren? Oder im Schwarzwald in die Feinmechanik? Oder in Tuttlingen in die Medizintechnik? Und warum sollte ein Ingenieur der Hochschule München nach Niedersachsen ziehen? So, und wenn wir jetzt über das Thema Transformation nicht nur der Wirtschaft, sondern auch Transformation unseres Landes sprechen, dann müssen wir Wege finden, die nicht nur die Transformation des etablierten Unternehmens von hier nach dort thematisieren und nicht nur die Frage, wie kann die Gründerförderung im Einzelnen forciert werden und die Gründerkultur, sondern die Frage, können wir wie in Shenzhen oder wie in Sofia Antipolis, können wir regionale Freiheitszonen für Gründer und Innovatoren schaffen, also regionale Hotspots, so wie sie der Richard Florida mit seinen 3 T's beschrieben hat. Ich persönlich bin inzwischen nach langer Auseinandersetzung mit dem Thema Innovation zum Ergebnis gekommen, dass der Fokus auf den einzelnen Gründer oder das einzelne Unternehmen zu kurz gegriffen ist, sondern wir müssen in größeren Dimensionen denken. Und dann sprechen wir tatsächlich in diesem Lande nicht nur über Gründungs- und Start-up-Ökologie, sondern über eine Wagniskapitalökologie, wo Wagniskapitalgeber sagen, na ja, wenn ich hier in Innovationsinvestitionen noch mal einen zusätzlichen Tax-Credit von 40-60% bekomme, wie in Sofia Antipolis, dann ist es für mich auch interessant, in Göttingen zu investieren. Und wenn das eingebunden ist in eine gute Lern- und Wissensökologie, wenn wir unsere guten Hochschulen nutzen, ähnlich wie in Tel Aviv oder wie in Stanford oder wie in Boston, auch als Nuklei, als Alma Mater, und wenn wir das einbetten in eine Regionalentwicklung, denn tolle Menschen, Smart Talent, möchte eine ordentliche Gesundheitsinfrastruktur, eine Bildungsinfrastruktur, eine Freizeitinfrastruktur, dann hat dieses Land eine gute Chance, sozusagen den Sprung zu schaffen. So, jetzt habe ich Sie durch einen Tour d'Horizon genommen, was mich bewegt und beschäftigt. Ich habe begonnen mit dieser ganzen Frage, dass Deutschland tatsächlich eine Transformationsblockade hat und worin die begründet ist. Habe darüber gesprochen, über den engen Zusammenhang von sozialer und technologischer Innovation, gekoppelt natürlich mit einem Appell an die vielen, vielen jungen Gesichter hier im Raum oder die älteren Gesichter, die innovieren und was wachsen lassen wollen, dieses Thema ganz zentral mit reinzunehmen, weil Innovation braucht Freiheit und Innovation braucht gute Führung und schlechte Führung ist tot für Innovation. Deswegen ist das eine Schlüsselthematik, die ich auch hier reinbringen wollte. Und am Schluss ein paar Worte zur Frage, was sind robuste Schritte, um vielleicht doch einen Schritt nach vorne zu kommen. Recht herzlichen Dank.